So, in diesem Video sind wir bei den biomechanischen Prinzipien nach Hochmut. Biomechanische Prinzipien ist ein Begriff, der hört sich relativ kompliziert an. Ihr seht schon, dass es sich dabei um mehrere Teile der biomechanischen Prinzipien handelt. Das heißt, die sind in sechs verschiedene Ebenen aufgegliedert. Kommen wir erstmal dazu, wozu man die braucht. Mit biomechanischen Prinzipien kann man Bewegungsabläufe beschreiben. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel das Technikleitbild von Profis ansieht, kann man sich deren Bewegung angucken und anhand dieser Prinzipien erklären, warum haben die sich jetzt so bewegt? Wie hat die Bewegung der Profis dazu geführt, ein so gutes Ergebnis zu erzielen, zum Beispiel? Da gibt es noch Phänomene, mechanische Phänomene, die sich anhand von Gegenständen auf eine bestimmte Weise ereignen, aber auf den Sport bezogen funktionieren die so nicht. Da wäre ein Beispiel dafür, wenn man eine Kugel auf eine Sprungfeder legt und die Sprungfeder maximal spannt, dann fliegt die Kugel anschließend am höchsten, die auf dieser Sprungfeder liegt. Das heißt, es geht einmal so ganz nach unten, so tief es geht, und dann fliegt die Kugel am höchsten. Das heißt, sie fliegt höher, als wenn die Feder nur so ein bisschen gespannt ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel springen, allerdings, einfach nur aus dem Stand springen, dann ist das so, dass wir nicht am höchsten springen, wenn wir am tiefsten in die Hocke gehen, sondern nur, wenn wir in gewissem Maße in die Hocke gehen. Das heißt, wenn wir ein bisschen in die Hocke gehen, beim Sprung springen wir am höchsten. Das hat biomechanische Gründe, die mit unserer Muskulatur zusammenhängen. Und diese biomechanischen Prinzipien, die gehen darauf ein. Wenn ihr die ja schon kennt, dann wisst ihr auch, welches biomechanische Prinzip jetzt auf dieses Beispiel eingegangen wäre. Zu den Prinzipien im Einzelnen mache ich ein Video, das hier dient nur als Übersicht. Ich hoffe, das hat geholfen. Wenn nicht, dann schreibt es gerne in die Kommentare.